Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 4. Leute, am heutigen Tag ist es endlich soweit und zwar werden wir den Battle Royale Modus endlich mal richtig austesten. Ich möchte am Anfang sagen, ich habe keine Ahnung, was der Spielmodus, also was man alles beachten muss. Falls ihr Tipps und Tricks habt, schreibt sie gerne nochmal in die Kommentare, was ich vielleicht heute ein bisschen falsch gemacht habe. Wir fahren hier gerade so ein bisschen über die Autobahn Richtung von diesem Eliminator mit einem wunderschönen Mercedes übrigens. Kleine 300 km/h, kein Problem. Ah ja, ja, mache ich. Ich habe den Modus einmal ganz kurz getestet, habe ihn aber auch nicht hundertprozentig verstanden. Aber wir gucken uns das jetzt an. Ja, hier vorne ist auch das Ding. Es läuft, glaube ich, letztlich so ab, dass man sich die ganze Zeit mit Leuten battelt. Und wer dann sozusagen am schnellsten bei Punkt Y ist, der haut dann irgendjemand anders raus. Boah, ich hoffe, ich flug mich durch. Also, was ist unser Ziel heute? Top 50? Weil ich glaube, 100 Leute starten, dann ist Top 50 gar nicht so schlecht. Oh, wir haben, Achtung, Sitzung gefunden. 19 von 68 Spielern. Okay. Was? Wieso kann ich denn nur den Lütten nehmen? Oh Gott. Also man upgradet wohl auch die ganze Zeit seine Autos und tauscht die und... Ah, oh, scheiße. Okay. Der Eliminator beginnt. Oh, Eliminator. 3, 2, 1. Und es sind... Aber stimmt, es sind auch irgendwie Autos. Hol die Autolieferung und schicke Spieler per Kopf. Okay, irgendwo sind Autolieferungen. Aktuelles Auto, Mini 65er. Ich glaube, es ist irgendwie immer so, dass so irgendwo so eine kleine Rauchschwade ist. Und da ist dann ein geiles Auto. Da, da rechts. Da müssen wir hin. Da gibt es ein neues Auto. Nein, da will, guck, da von links, der will auch das Auto. Schneller, Mini, schneller. Rein da. Ich, ist meins. Auto abholen. Jaguar. Ja. Scheiße. Ein Polizeiauto. Hier ist, guck mal, jetzt hier ist hier ein Gegner. Herausfordern. Jetzt, ich habe ihn herausgefordert. Und wir müssen, was müssen wir jetzt machen? Ah, wenden. Okay, einmal drehen. Genau, wir müssen jetzt zu dem Punkt da ganz hinten. Okay, ich versuche mal auf die Straße zu kommen. Obwohl, ja, wir müssen Querfeld einfahren. Oh Gott, der ist schneller als wir. Aber wir sind doch die Polizei. Wie kann ich denn schon langsamer sein als er? Ich bin langsamer als Mini. Oh, er ballert hier aber auch durch. Na, ich werde hier nach links fahren, weil ich hoffe einfach, dass ich dann hier auf eine Straße komme. Oh nee, ich bin da schon gegen geknallt. Ah, alles gut, er hat aber auch Probleme. Wir müssen hier links auf die Straße. Ja, hier ist die Straße. Let's go. Boah, das ist jetzt ein bisschen spannend gerade. Aber ich habe das Gefühl, er wird jetzt auch selber auf die Straße fahren. Boah, ey, dieser Wagen fährt sich überhaupt nicht gut. Aber hier sollte ich abkürzen. Kann ich da abkürzen? Hoffentlich. Jawohl, hier kann man auch durch. Perfekt, wieder rauf auf die Straße. Das Ding sollten wir klar machen. Aber kann ich ihm dann sein Auto klauen? Weil das bringt mir nichts. Dann habe ich ja wieder... Also, das sind doch nicht mal, das wäre echt nicht geil. Oder kriege ich so ein Upgrade jetzt? So, ich hab ihn fertig gemacht. Rennen beendet, warte auf Ergebnisse. Ah, jetzt kann ich wechseln. Ja, ja, ich nehme den Subaru. Oh ja. Oh, der sieht geil aus. Also mit dem habe ich zumindest ein bisschen besseres Gefühl. Oh, da hinten sehe ich doch was. Da habe ich doch wieder türkisen Rauch gesehen. Das Blöde ist natürlich, dass ich die meisten Autos gar nicht kenne. Und ich weiß, was jetzt eine gute Wahl wäre und was nicht. Volvo V60 fühle ich jetzt ja mal so gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jedes Upgrade nehmen sollte. Was ist das jetzt hier? Boah, Quarz Regaldi? Ja, scheiß drauf, nehmen wir. Quarz Regaldi. Oh. Sag mal, was ist das denn? Junge, der ist ja absolut geisteskrank. Das Auto. Junge. Das ist ja geil. Also für Offroad feiere ich den. Was haben wir hier? Nee, Volvo V60 nehme ich auf gar keinen. Ah, da stand auch ein Level. Was? Was ist das denn jetzt? Wo muss ich längs? Umdrehen. Oh Gott. Alter, der hat mich direkt rausgefordert. Na, das ist jetzt natürlich nicht die beste Strecke für uns. Also weil der andere vermutlich auch wesentlich schneller ist als wir. Boah, Alter, ich bin jetzt gerade hier doch ein bisschen nervös, muss ich sagen. Aber der Spielmodus bockt. Also bis dato. Wir haben scheinbar schon unseren Topspeed von 220 erreicht. Aber wir sind hier auf der richtigen Route. Ja, stimmt. Da steht aktuelles Auto, Quarz Regaldi D. Und da steht dann auch eine 6 neben. Oh, wir schaffen das. Der hat ja gar keine Chance. Als ob. Let's go. Warte auf Ergebnisse. You've beaten Royal Maxim 312. Oh, Audi RS6. Ja, ja, weil der ist Level 7. Oh, nice, Alter. Was ist hier? Ah, ne, den Audi MK, den nehme ich nicht nochmal. Ist natürlich die Frage, ob der jetzt hier Offroad-mäßig, ob das jetzt wirklich ein Upgrade war? Oh, da ist, glaube ich, Ende Gelände. So, wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht nochmal uns ein paar Upgrades holen. Oh, was hat der? Der hatte, glaube ich, ein krasses Auto. Aber schnappt er? Ne, der lässt das zum Beispiel hier
links liegen, weil das ist auch nur ein Level 2 Auto. Dann fahre ich jetzt mal hier ein bisschen rein. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Da hinten ist was. Oh ja, was haben wir hier? Hm, ich bin mit dem Wagen gar nicht so zufrieden, muss ich sagen. Nee, hier ist Level 4 Golf. Oh, ich werde gleich herausgefordert. Oh ja, ich glaube, der ist besser. Okay, komm, herausfordern. Warte jetzt mal ab, in welche... Okay, wir müssen in die andere Richtung. Let's go. Das wird spannend. Okay, der fährt auf jeden Fall querfeldein. Das ist wahrscheinlich die vielleicht sogar bessere Taktik. So, ich versuche jetzt hier irgendwie auf die Straße zu kommen. Jawohl. Und da sollten wir doch eigentlich ihm überlegen sein, auf so einer Straße. Ich meine, das ist ein RS6. Oh ja, das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Na, aber er fährt komplett querfeldein. Ich fahre einfach Rennende. Ich baller. Das sieht gut aus. Er hat einen Unfall. Er hat einen Fehler gemacht. Oh, wir sind hier aber gerade ganz nah an der Border. Und wir haben's. Let's go. Sofort umdrehen, falls die Map kleiner wird. Ey, lass mich mal weg hier. Was kann ich jetzt? MB, SLS, AMG, nimm ich. Ja, ja, deswegen fahre ich jetzt auch mal ganz schnell weg hier. Was will er? Boah, der ist schon Level 9. Nein. Scheiße. Was soll das denn? Die spielen doch zusammen. Der hat mich doch mit Absicht gerade gerammt. Ey, wir schaffen das. Rennende. Hier ist schon direkt das Ziel. Als ob, Junge, den nächsten zerstört. Obwohl die so dirty gespielt haben. You've beaten Streaky Egg 65, Alter. Was willst du, Streaky Egg? Audi S1, Chevy S1. Ist der gut? Oh Gott, was ist das denn? Ja, das ist so ein alter, weißt du, den Walter Röhrl, die alte Legende. Weißt du, so ein Auto ist der gefahren. Geiles Ding, so ein Quattro, Alter. Wie viele sind noch, wie viele sind... 8, als ob wir sind Top 8. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Also für mich ist das mega. So, was haben wir da unten noch für ein Auto? Ja, ein VW Golf. Nee. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, auf einen VW Golf. Ist das jetzt schon meine finale Form? Was ist denn das maximale Level? 10? Soll ich jetzt jemanden herausfordern? Ich habe Angst, dass ich halt jetzt komplett zerstört werde. Oh, hier ist sogar jemand. Komm, wir probieren's. Dein Gegner ist zwar langsamer, aber wird nicht überheblich. Mit den richtigen Abkürzungen kann er trotzdem gewinnen. Ah ja. Die Abkürzung nehme ich jetzt. Hier nach oben. Der ist nämlich auch direkt am Start. Hoffentlich nicht gegen den Baum. Boah, bin ich gerade nervös, Alter. Ah, das könnte der Fehler sein. Hier sind überall Bäume. Ich muss hier vielleicht nach rechts, nach oben. Ab auf die Straße. Okay, let's go. Wir sind auf der Straße. Die Arena wird kleiner. Ja, aber ich fahre hier doch gerade das Rennen. Ja, ich weiß. Ja, ich hab's geschafft. You've beaten failed Lime. Pro Truck 2. Soll ich den nehmen? Der ist Level 10. Hab ich den? Wow. Ist das ein Auto der Stufe 10? Das ist eines der besten Autos im Eliminator. Als ob. Verlier das jetzt bloß nicht. Ne, ich probier's. 4 Fahrer noch übrig. Der finale Schlagabtausch. What? Fast alle sind raus. Nur einer kommt in die Eliminati. Mach dich bereit. Oh Gott, ja, ich bin hier gerade... Bereitet euch für das finale Rennen. Okay, ich gehe dann hier auf die Straße, damit ich vielleicht relativ gut agieren kann. Boah, Alter, der wollte mich doch gerade hier fertig machen. Der wollte mich wegcrashen. Mal gucken, wo das jetzt gleich ist. Los, ja, ich weiß. Bei nächster Gelegenheit wenden. Nein, wenden. Okay, da geht's längs. Scheiße, die sind viel näher dran als ich. 4,5 Kilometer. Ich bleib hier auf der Straße. Boah, 4,5 Kilometer. Ja, da fahren die schon. Die sind halt da wesentlich näher gespawnt. Wussten die das? Okay, ich versuche jetzt auch Offroad zu fahren. Ich meine, wir haben ja, wenn wir so ein Auto haben... Oh Gott, das wird jetzt einfach nur Luck. Je nachdem, ob wir gegen einen Baum crashen oder nicht. Nein, ausweichen. Oh, haben wir ganz gut gemacht. Ja, wir sind ganz gut durchgekommen, aber da ist einer noch wesentlich näher dran. Jetzt nicht drehen, einfach dranbleiben. Dranbleiben, vielleicht Bäume antizipieren. Ah, ja, hier vorne links ist einer. Ah, ich sehe nichts. Da sind wir gut durchgekommen. Komm, weiter. Es sind noch 1,5 Kilometer. Bei nächster Gelegenheit wenden. Nein, nichts wenden. Ich fahre da ran. Ich fahre einfach ran. Der ist hinter mir. Komm, guter Sprung. Zieh durch. Ich bin drin. Ja! Ja! Let's go! Bam! Alter. Erst hab ich, was bekomme ich jetzt? Glückwunsch, Kumpel. Danke. Du hast es in die Reihen der besten Fahrer geschafft. Fahrer, die wahre Legenden sind. Manche behaupten, es gäbe sie gar nicht. Aber als Eliminator-Sieger hast du ein Anrecht auf deinen Platz unter den Eliminati. Boah, ey, wie viel Erfahrung das gibt. Geil. Boah, Alter,
wie viele Stufen wir hier gerade bekommen. Alter, boah. Ey, ich war echt richtig nervös. Bam, Alter, plötzlich Stufenaufstieg, 67. Oh ja. Oh, geil. Geil, geil, geil. Ja, und ich kriege einen Pulli. Preis abholen, ja, danke. Oh. So, Leute, das war's mit dieser kleinen Runde. Boah, absolut spannend. Ich war, ey, geiles Ding. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ja, das war's. Hier sind noch Videos. Vielen Dank, Leute. Haut rein. Tschüss.